paar Tage ist es schon her, da kam die letzte Nerd-News. Tut mir ein bisschen leid, aber ich habe momentan einfach nicht die Kraft gehabt. Aber jetzt holen wir auf jeden Fall einige Themen der letzten Tage nach. Kommen wir erstmal zum Thema, was nicht unbedingt was mit Spielen zu tun hat. Und zwar hat die Landesmedienanstalt nun festgelegt, dass der Streamer Drachenlord bzw. Drache offiziell auf seinem YouNow-Kanal nicht mehr streamen darf. Der hat ja eine Rundfunklizenz beantragen müssen und die wurde ihm verweigert und gleich einher gegen das Verbot seines Streams. Egal wer dieser Mensch ist, egal was man von ihm hält, aber es könnte theoretisch jetzt auch jeden anderen treffen. Ich bin mal jetzt gespannt, er wird auf jeden Fall in Revision gehen, soweit ich das jetzt verstanden habe, was da am Ende bei rauskommt. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Schritt, den die Medienanstalt da nun geht. So, das wollte ich aber zumindest mal gesagt haben, kommen wir auf jeden Fall mal zu den Themen, die jetzt auch um die Games drehen. Und zwar am 16. April kommt der Anno 1800 endlich auf den Markt. Auf das Game warten schon verdammt viele Leute. Wenn ihr das allerdings jetzt unbedingt bei Steam haben wolltet, solltet ihr euch beeilen. Denn Ubisoft hat nun angekündigt, dass man Anno 1800 am 16., also zum Release des Spiels, aus dem Steam Store entfernen wird. Und nur Vorbesteller können sich das da weiterhin runterladen. Das Spiel wird es zwar weiterhin geben, aber nur noch im Epic Store. Und das ist das nächste Ding, wo Ubisoft, naja, sich noch ein weiteres Stück von Steam entfernt und zum Epic Store rüberwandert. Findet ihr das schade? Ist euch das egal, wo ihr euch das Spiel holt? Ich weiß auch nicht, wie es mit den Retail-Varianten ist, ob da noch ein Steam-Code beilegen wird. Aber ich finde, gerade bei Anno ist es ein Risiko, denn hier ist das Spiel ja mega beliebt und auch berühmt. Aber in anderen Ländern verkauft es sich halt nicht so gut. Da geht man meines Erachtens nach mit Ubisoft schon ein hohes Risiko ein. Also ich gehe mal davon aus, dass Epic da auf jeden Fall einiges noch dagelassen hat, um das Spiel exklusiv bei sich zu bringen. Das baldig erscheinende Crash Team Racing, was ja ein Remake des PS1-Klassikers ist, wird nochmal um einiges erweitert. Und zwar um die Inhalte des Nachfolgers Crash Nitro Kart. Und das sind 13 Strecken, das ist auf jeden Fall schon mal ganz, ganz ordentlich und natürlich auch noch einige Charaktere. Es erwartet uns also ein rundum überarbeitetes Spiel. Das Spielgefühl soll auf den ersten Teil basieren, aber ihr bekommt alles quasi in einem Paket mit neuer Grafik. Kommen wir mal zu einer News, wo ich mich ehrlich gesagt nicht so auskenne, aber ich wollte es euch zumindest mitgeteilt haben. Borderlands 3 wurde nun endlich angekündigt. Und ja, das Spiel wird auch noch dieses Jahr erscheinen. Aber es gibt noch zwei andere News, die dabei sind. Denn ihr bekommt, wenn ihr die PC-Version habt, eine Remastered Edition von Borderlands 1 mit 4K UHD-Texturen. Und auch noch eine Remastered Edition von Borderlands 2. Die werden komplett kostenlos sein. Wenn ihr jetzt allerdings Konsolenspieler seid, dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr eure alte Version behaltet. Denn da wird es die zwar zu kaufen geben, aber die müsst ihr dann extra erwerben. Electronic Arts, unser, ja sagen wir mal, Semi-Lieblings-Publisher auf dem Spielemarkt, hat nun angekündigt, 350 Leute zu entlassen. Und das ist eine ganze Menge, wenn man betrachtet, dass die gesamte Firma auf der Welt verteilt 9000 Mitarbeiter hat. Explizit werden die Studios in Japan und Russland geschlossen. Man will sich wieder mehr fokussieren. Denn in einer Pressemitteilung heißt es, wir wollen gerne zum besten Spielepublisher der Welt werden. Momentan müsse man aber einsehen, dass das so nicht klappen kann. Und ja, das klingt auf jeden Fall ziemlich scheiße, wenn man das mal so sagen darf. Aber EA hat auch bestätigt, die Mitarbeiter werden entweder woanders in der Firma wieder eingegliedert. Die stammen nämlich hauptsächlich so aus der Marketing-Ecke und so weiter. Und die sollen halt, wenn es möglich ist, noch weiter bei EA beschäftigt werden. Für andere Mitarbeiter gibt es definitiv eine Abfindung. Und wiederum für andere Mitarbeiter versucht man, einen neuen Arbeitgeber zu finden. Das halte ich für relativ fair, gerade für amerikanische Firmenverhältnisse ist das völlig in Ordnung. Natürlich versucht hier auch EA Schadensbegrenzung gerade zu machen. Die Mitarbeiter wussten laut EA schon seit November Bescheid, dass es wohl Entlassungen geben wird dieses Jahr. Und er meint, die meisten werden wahrscheinlich froh sein, endlich diese Ungewissheit los zu sein. Ach ja, kommen wir mal nochmal zu Google Stadia. Es wird ja viel diskutiert momentan, die einen finden es klasse, weil das die Zukunft des Spielens sein könnte, einfach auf jedem Gerät, überall,
alles zu zocken. Die anderen sagen, nee, ist nicht so mein Ding. Ich will gerne auch noch in 20 Jahren mit meinen Kindern zum Beispiel, nehmen wir mal einfach Super Mario Odyssey, Yoshi's Crafted World oder vielleicht auch irgendein Uncharted-Teil spielen. Das ist natürlich nicht mehr möglich, wenn die Server mit den Exklusivspielen, die dafür entwickelt werden, abgeschaltet werden. Allerdings sagt jetzt Phil Harrison, naja, Google Stadia wird definitiv ein bisschen geiler sein als das, was wir bisher erwartet haben. Er sagt nämlich explizit, bei Google Stadia können wir jederzeit skalieren, das heißt nach oben hin skalieren. Die Entwickler können sich endlich frei entfalten und somit sollte auch die Spieleentwicklung rasant weitergehen. Es ist nicht mehr notwendig, gerade auf eine 5 Jahre alte Konsolenhardware oder vielleicht sogar 6 Jahre alte Konsolenhardware, wie zum Beispiel aktuell die PlayStation 4 und Xbox One, darauf noch Spiele zuzuschneiden. Was ich allerdings auch ein bisschen schade finde, weil, wie gesagt, aus der Ecke komme ich, dass man irgendwann auf einer Konsole, die so alt ist, nochmal richtig, richtig gute Grafik sieht. Aber er hat natürlich auch nicht Unrecht. Dadurch wird die Spieleentwicklung natürlich nicht mehr gebremst. Die Frage ist nur, kommen die Entwicklertools, die Entwickler an sich und auch die Engines weiterhin hinterher? Das ist meine Frage, die stelle ich mal an euch. Findet ihr, dass das der richtige Weg ist oder werden die Leute dann immer noch verschwenderischer? Nehmen wir mal ein aktuelles Unreal Engine 4 Spiel, das nimmt meistens um die 80 bis 90 GB ein. Aber es geht natürlich auch anders. Zum Beispiel das aktuelle Yoshi Crafted World hat 5,2 GB an Speicherplatz, was es benötigt. Und ich war wirklich der Meinung, dadurch, dass man die ganzen Unreal Assets hat, sind die Spiele nun mal so groß. Aber offensichtlich ja nicht. Es gibt natürlich wieder eine kleine Übersicht über die aktuellen Xbox Gold Spiele und natürlich danach auch PlayStation Plus. Das fasse ich jetzt nämlich mal zusammen. Xbox One Gold hat diesen Monat unter anderem Technomancer, dann auch noch zusätzlich das Remake von Outcast, genannt Second Contact. Solltet ihr vielleicht mal nachholen, soll wohl wirklich eine 1:1 Umsetzung für aktuelle Systeme sein vom originalen Outcast. Hat sich leider nicht so gut verkauft, aber vielleicht erlebt es ja nochmal ein Revival. Ist auf jeden Fall meine Empfehlung dabei. Außerdem gibt es wieder zwei Xbox 360 Umsetzungen und zwar Battlefront 2. Ja, richtig gehört, Battlefront 2, das alte Battlefront 2. Und dazu noch Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2. Auf der PlayStation gibt es natürlich auch wieder zwei Spiele. Und zwar als erstes The Search vom deutschen Entwicklerstudio Deck 13. Das ist so ein bisschen Dark Souls mäßig. Und dazu noch Conan Exiled. Das Spiel ist berühmt-berüchtigt. Kommen wir mal zu den Gerüchten, die so in der letzten Zeit aufgetaucht sind. Und zwar ist ein PlayStation 5 Controller durchs Internet gewandert. Und ja, tatsächlich, hergehört PlayStation 5 Controller. Ich habe mir die Artikel dazu durchgelesen und fand so ein bisschen die Argumentation von den Leuten, die dafür sprechen, eigenartig. Denn sie sagen, ja, der Controller hat einen relativ realistischen Lichteinfall. Das verwundert mich ein bisschen, denn in Zeiten, wo GeForce RTX-Karten Raytracing berechnen können und das in Echtzeit, ist es eigentlich nicht mehr so schwer, so einen Lichteinfall zu faken. Allerdings hat sich ein paar Tage später dann auch wieder rausgestellt, dass das wohl Fake ist, laut Jason Schreier von Kotaku. Und der hat ja nun mal interne Quellen zu verschiedenen Entwicklern. Und die Entwickler sagen, nein, das ist definitiv nicht der PlayStation 5 Controller von der aktuellen DevBox. Abseits mal davon, wie würde euch denn dieser PlayStation 5 Controller gefallen? Ist das was für euch oder ist das nichts für euch? Wir haben im Podcast darüber so ein bisschen philosophiert und wir sagen auch, sieht ein bisschen eigenartig aus und nähert sich auch ganz schön krass dem Xbox-Design an. Kommen wir mal noch zum zweiten Gerücht. Denn ich habe ja in der letzten News gesagt, dass das Wall Street Journal behauptet, dass definitiv diesen Sommer zwei weitere Switch-Versionen rauskommen werden. Eine Handheld-Version, die ausschließlich Handheld ist und nochmal eine Pro-Version der eigentlichen Nintendo Switch. Und was soll man sagen? Eurogamer sagt jetzt, dass diese Gerüchte durchaus mit denen übereinstimmen, die sie auch haben. Jetzt kann das natürlich purer Zufall sein, vielleicht haben die dieselben Quellen gehabt oder ähnliches, aber Eurogamer hat da wohl nochmal ein bisschen weiter geforscht und hat auch gesagt, das ist durchaus realistisch. Gerade die kleine Version der Nintendo Switch ist
sagen wir mal, logisch. Denn dieses Jahr sollen ja noch die neuen Pokémon-Spiele kommen. Und die will man natürlich auch gerne an die jüngere Zielgruppe verkaufen. Und da eine Nintendo Switch ja relativ teuer ist, zwischen 300 und 330 Euro, wenn sie mal nicht im Angebot ist, wäre es nur ein konsequenter Schritt von Nintendo, einige Sachen wie zum Beispiel Rumble oder die Switch-Fähigkeit rauszustreichen, ansonsten allerdings dieselbe Hardware zu verbauen und die Spiele darauf lauffähig zu machen, vielleicht zum Preispunkt von 200 bis 220 Euro. Da würde man sich denn preistechnisch tatsächlich dem 3DS annähern und ja, schauen wir auf jeden Fall mal, was da dieses Jahr bei rumkommt. Sparfüchse, aufgepasst! Wenn ihr Amazon Prime habt und einen Twitch-Account, könnt ihr ab sofort absahnen. Nicht nur, dass ihr bei Amazon Prime kostenlos einen Streamer eurer Wahl mit einem Sub unterstützen könnt, für den ihr nicht mehr bezahlt, sondern es gibt jetzt auch die Möglichkeit, in Zusammenarbeit von Nintendo Switch Online kostenlos abzugreifen. Und zwar ganz einfach, ihr müsst halt euren Amazon Prime Account mit eurem Twitch Account verbinden und den dann mit eurem Nintendo Account. Und da könnt ihr euch dann 3 Monate kostenlos freischalten und innerhalb von 60 Tagen könnt ihr dann nochmal 9 weitere Monate dazu kostenlos freischalten. Natürlich will Amazon sehen, dass man das dann auch verlängert und so weiter. Ist auf jeden Fall eine ganz nice Aktion, aber wo bleibt die Twitch-App für den Nintendo Switch? Vielen von euch sagt ja sicherlich Monolith Soft noch was. Die Xenoblade-Macher sind ja ganz groß im Business bei Nintendo und die haben jetzt tatsächlich einen neuen Auftrag bekommen. Nach A Link Between Worlds haben die nun den nächsten Auftrag für ein neues Zelda bekommen. Das beweisen nun die Stellenausschreibungen, die Monolith Soft derzeit ausgeschrieben hat, unter anderem ein Charaktereditor und zwar auch für den Main-Charakter. Jetzt wissen wir ja schon aus dem Footage von dem Remaster von Link's Awakening, dass Link auch durchaus mal ein bisschen anders aussehen könnte. Und vielleicht wird das bei dem neuen Hauptableger auch der Fall sein. Von einigen Quellen heißt es, dass Monolith Software die Entwicklung alleine übernehmen wird. Andere Quellen sagen wiederum, nein, die werden Nintendo da unter die Arme greifen. Was nun im Grunde genommen der Wahrheit entspricht, wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wir wissen auf jeden Fall, dass ein neues Zelda in Entwicklung ist. Und noch eine Mini-Ankündigung für eure Nintendo Switch, wenn ihr mal wieder richtig Bock habt auf einen Ego-Shooter. Bulletstorm wird nun auch für die Nintendo Switch umgesetzt, inklusive dem Charakter Duke Nukem. So, okay, das war die aktuelle Nerd-News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ja, ich weiß, es ist ein bisschen wenig gekommen die letzten Tage. Aber die ganzen Debatten und sowas alles um Artikel 13 haben mich doch sehr viel Kraft gekostet und ich versuche natürlich jetzt wieder den Fokus mehr in Sachen Games zu schieben. Und wenn ihr noch trotzdem ein bisschen mehr über Artikel 13 wissen wollt, mein Twitter-Account ist unten verlinkt, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zur nächsten News. Ciao. Das baldige erscheinende Crash Team Racing, was ja ein Remake des ersten Crash... Ich habe mir viele Artikel dazu durchgelesen und fand so ein bisschen die Argum... Ich habe mir viele Artikel durchgelesen und fand so ein bisschen die Argum... Mein Gott, Argumentation. Denn in der Zeit von GeForce RTX-Karten, die in Echtzeit Raytracing berechnen... Denn in Zeiten von GeForce RTX-Karten, die Raytracing berechnen... Alter! Berechnen! Allerdings hat sich dann ein paar Tage später auch wieder... Denn ich habe ja in der letzten News gesagt, dass das Wall Street Journal bestätigen kann, dass in der Sommer... Denn ich habe ja gesagt, Das beweisen nun die Stellenausschreibungen, die Monolith Soft... Thank you.